jetzt merkt er natürlich, hier ist ganz schön Action. Das ist normal, ist kurz vor einer Veranstaltung. Das heißt, Wartburg Schrauber ist ja eigentlich so ursprünglich Wartburg Club. Und Wartburg Club macht ja Startklar. Startklar, Oldtimer-Saisonauftakt. Erinnert euch, Karlchen, erste Fahrt, MDR-Fernsehen. Ja, es ist wieder soweit. Ein Jahr später, Startklar. Und jetzt geht es natürlich drunter und drüber. Wir müssen alles gleichzeitig organisieren hier. Wir haben hier ein schönes Lager. Hat da alles seine Vor-, aber auch seine Nachteile. Denn Nachteil dabei ist, alle sind gleichzeitig da und alle wollen gleichzeitig anfangen zu packen. Das geht natürlich nicht. Ja. So gehen wir jetzt Step by Step alles das durch, was wir brauchen. Bierwagen, Bratwurststation, neu dieses Jahr Pommesstation für die Platzeinweiser, für den Strom und ja, für zum Schluss, zum Aufräumen, zum was weiß ich machen, für die Einweiser und für die Kasse vorne. Also ein Haufen Arbeit, aber ich bin da zuversichtlich, das haben wir in 2 Stunden geschafft. Die Jungs und Mädels suchen alles aus dem Lager raus, was wir so brauchen. Weißt du, wie sie manchmal sind, die Leute, ne? So, da müssen wir ein bisschen sparen. Sparen? Hast du die Pumpflasche schon hier reingemacht? Die liegen da drin, vor deiner Art. Die Füll rein, ja? Ja, steht auch da. Ah! Augen auf! Alles da! Augen auf im Verkehr. Das hast du jetzt auch gesehen, Frenzi, dass ja, ja. Das da die Flasche mit Loch. Der Kochlöffel muss rein. Ist drin. Ich möchte gerne die Kisten durchgucken, weil wir haben das Problem, und das ist jetzt wirklich ein Problem, hier waren keine Becher mehr, nichts mehr drin im Schrank. Nein, du meinst Kaffeebecher? Nein. So Mutti, was machst du eigentlich zum Startklar? Aber die Eimer hier... Kehren. Da müssen wir dafür sorgen, dass die Eimer nur nicht für Lebensmittelkram genommen werden, gell? Weil das sind so Stinkeimer. Das ist nur mal hier zum Löschwasser. Ja. Könnte man ja später auch beschreiben. Was? Könnte man später auch beschriften. Hab ich mir auch so jetzt gerade gedacht. Danke, dass du meine Gedanken gehört hast. Hier, Fadi, halt, stopp. Was machst du eigentlich zu Startklar? Tja, eigentlich bin ich noch nicht Startklar. Man sieht ja, das Projekt dauert noch ein Weilchen. Nein, Startklar sind wir, alles gut. Wir können mal, Benni, bei Klebeband in der Schublade. Ach, jetzt mal ansonsten muss man normaler Crepe aufschreiben. Schmale Beine, ganz schmal. Ja, schmale Beine. Schmaler Crepe. Weißt du, weißt du? Weil wir den doppelseitigen Dinger haben wir uns jedes Jahr die Dinger drin. Ich weiß nicht, was der hier. Darf ich lappen nehmen? Ja. Was machst du eigentlich zu Startklar? Ja, komm mal her, dann zeige ich euch was. Ich habe erstmal heute für nach dem Feierabend erstmal hier alles angeschlossen, damit ihr auch erstmal nachher, wenn wir hier unsere durchschnittlichen Zählen dann wieder geklickt haben. Hier für die alkoholfreien Getränke gibt es rote Preise. Ja, das war heute meine Arbeit. Was machst du zu Stottler? Das weiß ich auch noch nicht. Hier. Verkaufst du nicht deine Würste und gibst deinen Senf überall dazu? Ich gebe überall unseren Senf dazu. Ja. Ja, das wissen wir. Deine Oma auch. Bautzen oder Bornsenf? Bornsenf. Bornsenf. Eigentlich gar keiner. Eine richtige Bratwurst schmeckt da ohne Senf. Ohne. Da habe ich aber Glück. Ich esse nämlich keine. Der ist ja gut, dass du verkaufst. Doch, wird schön.
Schönes Wetter. Es wird immer schön. Immer so, wie man es verdient. Wir haben ja genug geschmiert, dass es schön wird. Das Wetter heißt immer eine Frage des Geldes. Schmeißt mir die weg, Glasscherben. Das ist das erste Kabel, was in den Raum ausgelegt werden muss. Das ist 16, das Kabel 1. Das ist 32. Das ist aber 32 recht kurz. Ja, den habe ich ganz schnell wieder drauf gemacht. Das ist hier nur, dass er sich nochmal ohne Keil im Anhör. Das ist sogar haben wir aber auch. Hast du auch erstmal zum Umhören die Dinger auch? Kannst du sowas haben? Bohrmaschine. Die Kiste kommt doch nicht runter. Warte mal, die Kiste kommt doch nicht runter. So, hier unter 47 dran. Hier ist er. So, das heißt, wir können hier mit dem langen 32er Kabel, das muss man merken beim Aufbau. Wir holen ein Stromkabel aus dem Raum raus, dann nehmen wir das 16er, das kurze noch einer. Lass das hast du ja für da drauf, pass auf 16 hier drüben. Ja, ja. Ola muss das nämlich wissen wegen Verkaufszahlen. Von wegen Getränken. Ja, ja. So. Ja. Und der Herr Doktor ist schon wieder fix und fertig, weil er wieder eine Diagnose gestellt hat. Du da schon. Ja. Okay? Ja. Kauf dir neue Autos und lass dir einen Scheiß weg. So, wir hatten jetzt einen kurzen in der Leitung und brauchen eine Verlängerung. Er wollte die ganze Kiste haben, deswegen haben wir sie drunter genommen. Will er die ganze mitnehmen dann? Ich kenne das nicht so. Nee. Bist du Freitag zu Hause? 32, hast du Schicht? Frei? Urlaub. Urlaub. 32 müssen wir von der Werkstatt hin. Genau. So, jetzt ist die große Frage. Große Frage. Fragen. Hier ist was anderes. Du brauchst das bei Wimbers Supermann einmal. Das brauchen wir nicht mehr. Das geht nicht, sondern Waren sind super genug. Ja, das hat man mal hier Waren. Kabel haben wir schon. Kabel ist da. Ich brauche jetzt noch ein Stückchen Verlängerungsschnur zum Kühlhänger, eine Verlängerungsschnur zum Bierwagen und im Bierwagen muss ich ja auch nochmal mehrfach verteilen. Das heißt, du brauchst mehrere Verlängerungsschnüre zum Bierwagen. Ja. Dass wir auf mehrere Dosen nicht das kann alles über eine. Ja, das war aber nicht vor, ja. Das war nämlich auch krank, weil nicht da war, keine Verlängerungsschnur. Du packst dir das jetzt für dich bitte in eine Kiste. Die weiße Kiste. Hier, die weiße Kiste. Packt sich der Ulle jetzt einmal in eine Leitung. Ja, brauch. Extra machen, nimm gleich doppelt mit, bitte. Wir brauchen für die dritte Station brauchen wir zwei Kabel. Zwei Verlängerungen. Wir nehmen jetzt hier die alle mit hier. Da. Oder wir stellen die ganze Kiste aus. Ja. Wir stellen schon beide Kisten drauf, komm. Ich würde alle rein, Kinder. Bis jetzt sortieren. Dann hängt doch noch eins. Ist doch groß genug. Ja, und dann lassen wir kommen die ganze Zeit. Ich habe jetzt das, was nicht passieren soll. Ich habe jetzt das, was nicht passieren soll. Was wir auch machen müssen, wir müssen Schildchen dran machen, wo die Meterzahlen draufstehen. Das sollte letztes Jahr alles schon längst gemacht worden sein, aber das ist eine schöne Vorbereitung. Für vorher. Ich weiß, wie du das gemacht hast, ja, das ist recht. Klettband. Klettband. So, gut, dann nehmen wir die Kiste mit und die da oben noch aus. Ab die Post auf Wiedersehen. So, drehen wir die. Ah. Hallo, Paris. Paris hat hier. Das war nicht so warm, da braucht es keinen Glühwein. 80 Kiste.
Da kommt schon der erste Besuch. Wieso? Echt? Ja, würde ich jetzt Hallo? Sagen. Guten Tag. Dachchen. Hi. Ach, weil okay, ich nehme mal den Korb durch, ja? Ja, ja. Hat kurz Zeit. Nein. So, jetzt geht's wieder. Ja. Mein Absturz. Wink mal in die Kamera. Genau, teil mal. Wetten schon, betatschen du es die ganze Zeit. Brüder nicht geteilt und Schwester nicht beschissen. Guckst du, wirst schon wieder heim. Finger weg vom Alkohol. Guck mal hier, ganz elegant. Immer weg vom Alkohol. Wenigstens den kleinen. Oh, von mir aus, nimm's mit. Nimm's mal hier mit. Das Einzige, was ich wieder im Bier mache, gucken muss, was für Anschlüsse dran sind. Ja, hier ist mal dahinter. Ja, wir stöcken am Kabel. Ja, mal zwei mit vor. Komm, ist so schwer. Ich weiß. Ich würde beim Bierwagen hier den Schlauch nehmen. Richtig. Das ist besser wie vorhin. Alles für die nächste Sache, ich da drüber fahren kann. Jetzt sehen wir entsprechend wiegen. Ja, aber ich habe wir wickeln jedes Mal hier Mann rum. Wie legst du den Schlauch einfach vom Bierwagen durch und ist gut? Ja, klar. Dann kannst du 40 Tonnen bringen. Ja, Wasseranschluss muss ich da noch gucken. Ein Bierwagen. Da ist noch die Dings, die müssen noch mit in die Verteilerdose für die Dreier, genau. Kriegst du. Das haben sie gefunden. Gefinst. Da gefunden. Da krabbert was. Da haben wir doch schon einen Kerl. Was machst denn du hier Schönes? Den Dreck wegmachen von den anderen. Wie? Und von mir auch. Ach, vom Mittwoch. Ja. Da wir ja demnächst jetzt hier für alle Mann Räder wechseln wollen, wollen wir dann auch ein bisschen Platz haben. Ein bisschen Sauberkeit. Wenigstens ein bisschen. Da können wir doch hier, guck mal, Ulle. So lange hier, die müssen wir wieder einpacken. Guck mal, die. Von der Bühne. Die Bühnenklötzer. Ist alles auf Video, wir sehen, wer das wegnimmt. Ja. Die vierchen so. Bühnenklötze. Ja, so war es euch mal. Also, wie soll ich nicht den neuen nehmen? Nicht den roten. Ach, nicht den roten. Nee, nicht den neuen, hat er gesagt. Nicht den roten. Für den Wagen anheben, reicht's. Es geht um Bierwagen. Dann nehmen wir hier, guck mal, oder hier, der Liga-Klötzer. Such mal Klötzer aus, und dann gibt's eine Klötzer. Oh ja, hier wo? Ich suche die Klötzer rein. Ja, da reichen hier eigentlich nur vier Stück. Und zwei Klammer. Die sind auf der einen Seite. Alles so eng hier. Da drüben ist noch ein Kerlchen. Einmal Kiste. Mhm. Hallo. Das machst du aber schön. Danke. Ich habe 3 Jahre gelernt, Fett in Löcher stopfen. Video, ja? Ja. Heute. Ich dachte, es passiert heute, da bleibt alles ruhig. Es ist doch ruhig, oder nicht? Ja. Außer da drüben das. Ruling. Chaos. Chaos.
höre hier Stimmen. Sollen wir uns nachher gucken? Was ist denn hier los? Ja, Motorfest. Wie Motorfest? Motorfest. Wir machen dem Motor jetzt einen Einlauf. Motorfest. Was versteht man da dran nicht? Da musst du auseinanderreisen. Erstmal. Da müssen wir den Kopf wechseln. Die ist frech, gell? Die ist frech. Ja, da steht die Freche. Die Freche? Ja. Jetzt brauchen wir aber Dekolleté jetzt filmt. Na Martin, du hast keins, auch wenn du mir deinen Hintern hinhältst. Deswegen habe ich mich auch so hingestellt. Deswegen habe ich mich so hingestellt. Ja. Das ist ihn gebackt. Was macht ihr denn hier? Filmchen drehen! Filmchen drehen. Wenn er dann noch ein bisschen warm ist, dann ist der Pfoten verbrannt. Guck mal, Schatz, der ist schön. Wollen wir den nicht bei uns einbauen? Weißt du, was Uli der gemacht hat? Andi? Uli hat zum Flansch Gummi gewechselt. Als was einziehen soll, das war schon ringsherum gerissen. Bei Rico war ja nur so ein Stück. Aber wenn der da Luft zieht, gell? Furchtbar. Furchtbar. Du, der läuft wie ein Sack Nüsse. Ja, zu viel Luft. Du kriegst auf keine vernünftige Drehzahl. Edels, du bist gut. Deswegen Vorsicht, auf der Hose. Lili, alles gut. Alles gut, das erste. Für die Kuchen vier Stück und ihre Suppe kann man erst Ich weiß, was du meinst. Wir können auch Weißen nehmen bei euch. Die letzte hat man, glaube ich, die Weißen genommen. Ja, jetzt haben wir auch Weißen genommen. Ist mir egal, was für welche. Aber die haben ja keine. Wir können ja die Grünen nehmen. Dann nehmen wir Weiße. Die haben nur Weiße. Dann nehmen Weiße. Da muss dann nochmal einer hochgehen, dann muss oben noch fünf Weiße runter. Ich kletter hoch, wenn man zu mir ab. Hier oben geht. Hör auf, bitte hör auf. Meinst du, ist schon so oft im Video drin? Bitte hör auf. Ach scheiße, nochmal. Die Kamera war aus. Warte, ich fang auch nochmal an. So, man nehme und sprühe. Genau, es wird nochmal vorher schön ausgewischt. Die Marina macht jetzt eine Kiste. Und dann auch die zweite und dann macht die Franzi noch eine, aber dann kann sie nicht mehr filmen. Oder willst du mal den Knümpel halten? Nein. Nee? Sehr schön machst du das. Ich habe gehört, der Rico trinkt das Bier aus und fährt den LKW vor. Zum Beladen. Aber. Ja, aber noch zu viel. Nee. Eierlikör. Schokoladeneier. So, mit Eierlikör. Ihr Eimer mit eingepackt? Ja. Ein Eimer mit Wischlappen und Handtücher. Willst du dich wo waschen? Ja. Sehr schön. So, wir gucken mal nach unserem Maskottchen. Wo ist unser Maskottchen? Trüffelchen! Mein Lieblingsschweinchen, ja guck mal, oh du bist so hübsch gespückt mit Stroh. Ich hab dir heute nichts mitgebracht, mein Schatz, ne? Ich weiß. Sag mal guten Tag. Los, Mama. Trüffel, los. Oh, nicht den Hahn. Magst du den nicht? Steht er dir im Bild, ne? Merkst du, dass ich filme? Ja, präsentier dich mal.
Das ist der Hermann. Pass nur auf, das Schwein frisst dich. Ja, komm her, ich mach dich wieder, ne? Nicht, dass du das Schwein angehst. Mein Dicker, ich hab aber nichts. Trüffelchen. Das ist das Mittwochsmaskottchen, ne? Ja. Mittwochs gibt's immer extra. Ja, erzähl, los, erzähl. Erzähl mal was, los. Du bist ein alter Schmatzer. Ich hab nix. Papi, wir sollen den Wohnwagen aufbocken. Für Rico seinen Besuch. Bitte. Kommst du bitte? Bock ihn dort einfach auf. Wo steht er? Ja, los, komm her. Wir bocken ihn jetzt einfach dort auf. Und schmeißen aus dem Heimweg, Ah, der Gimbel hier stehen bleibt. Ich hoffe, das Bild sieht man. Ich will auch aufs Foto. Ach, aufs Foto. Aufs Video. Komm, Hermann, jetzt ist aber auch gut. Es reicht. Hinten sieht es auch gut aus. Alles nach Augenmaß. So, ich hoffe, der Gimbel hat das ordentlich aufgenommen. Nee, stand, glaube ich, zu hoch. Naja. Bitte die Kurbel wieder, bitte. So, er ist aufgebockt. Aber der Strom ist noch nicht dran. Braucht die Saskia nicht, die soll da drin schlafen. Jetzt haben wir den Bock aufgebockt und hier drüben laden sie schon ein. Für Startklar. Sie beladen den LKW. Ist ja schon fast alles weg hier. Gasflaschen. Wollte denn nicht hören, einer jemand welche holen? Nein, wir haben zwei und die zwei müssen weggebracht werden nur. Die zwei müssen weg. Ja, ich wollte gerade sagen. Wir haben nicht so viel. Die Box. Ich will die für die zweite Seite. Was kannst du bei denen nicht? Hier die Seite, Geldkammer. Was machen wir denn? Gasbrenner? Bestimmt, ja. Auf mal locker. Irgendwo hinten ziehen wir hin. Die da hinten, die ja. Ja. Der Grill und der Eimer bitte auf. Die Besen auch? Ja. Das schön nageln. Mit Nageln. Die Männer diskutieren einfach nur so laut. Und die Weiber hier hinten genauso. Und ich stehe mittendrin. Thank you.
Hättest du lieber mal deinen Hosenstall zugemacht? Ach so. Sicki war das. Überleg bitte alle nochmal mit zurück. Ein Schrank? Ja, das ist wohl ein Haufen Arbeit. Ja. Der Mann ist. Wir haben hart gelästert und jetzt. Ja, du nimmst dich den ganzen Tag aber nur auf, wenn ich die Hände in die Taschen habe. Ja, dann nimm sie doch mal raus. Nö. Die sind eingewachsen, eingenäht. Selber schuld. Ja. Die Männer suchen doch nur ein, zwei Sachen. Was gibt's denn da? Oh, die Barhocker, genau, die sind wichtig. Ach, Hochstuhl. Hochstuhl, weil der hochstand. Ach so. Das ist das Letzte, was jetzt damit draufkommt. Es wird nur noch dummes Genüge gemacht. Ich hab wohl Süßigkeiten jetzt noch. Oh. Du weißt nicht, dass man... Muscheln. Das ist eine Die haben wir für Ostern vorausgesagt. Samstag war ja wirklich. Und wenn es nicht regnet, geht das alles.